Hallo Fans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue und Cooking mit Sascha. Es ist Scheißwetter, es ist mir scheißegal. Ich will raus an den Grill, weil ich will was Neues ausprobieren und da wird mit Fett geprutschert, sprich auch unter anderem frittiert und ich habe keinen Bock, dass die Bude stinkt. Okay, meine Frau hat keinen Bock, dass die Bude stinkt. Ich muss also raus. Egal, ich werde rausgehen an den Grill, obwohl es regnet. Merkt euch das, kreuzt es euch im Kalender an. Was mache ich? Eine Schweinerei. Eine echte Schweinerei. Ich nehme mir fertige Toastbrötchen. Ich nehme mir Tiefkühlfrikandeln. Und nehme mir Instant Pomdofin, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist sowas wie Kroketten. Kann man nachher schön formen. So da, ich will da ein, wie ein Patty draus machen. So dass ich nachher Brötchen, Pommes Dauphine und Frikandel übereinander liegen habe. Bisschen Süßchen dabei, bisschen Zwiebel dabei. Ey Leute, ich sag euch, das ist ein Gedicht. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie es aussieht, schaut es euch an. Da das ganze Paket viel zu groß ist, nehmen wir uns die Waage, wiegen 500 Gramm davon ab. Vielleicht ein größeres Loch schneiden sollen. So, 498 Gramm, das soll gut sein. Die kommen jetzt mit ins Wasser. Mit dazu kommen 100 Gramm Butter. Das Ganze lassen wir jetzt ein paar Minuten quellen und dann formen wir uns die Patties. Wir nehmen uns ein Papier, nehmen uns eine, ist das eine klebrige Masse, hoffentlich kriege ich das gleich von dem Papier ordentlich ab. Das ist zu viel. Erstes. Dann ein Papierchen drüber. Und aus dem Rest machen wir Kroketten. So, die Kleinigkeit kann man noch hier vorbereiten. Frittieröl, Topf. Dann brauche ich das Ganze nicht alles hin und her zu schleppen. Und, oh. So, ich versuche das immer nur mit so ein bisschen. Wenn ich mehr brauchen sollte, kann ich immer noch welches holen. Das ist ja nicht das Thema. Zwischendurch mal Fetttemperatur messen. Mehr als 170 Grad will ich nicht. 20 Grad, braucht noch ein bisschen. Wie unschwer zu erkennen ist, es regnet in Strömen. Ist richtig heftig gerade. Ich kann nur hoffen, dass man den Ton hört, weil es auch noch windig dabei ist ohne Ende. Und ehrlich, Leute, es ist scheiße kalt! Mal eben den Grill ja in Sicherheit bringen.
Wenn wir das Wasser in den heißen Glühwein reintropfen, ist auch scheiße. So. So, dann habe ich direkt meinen Kaffee geholt, den kann ich hier direkt hier draufstellen. Und den Griff aus dem Weg. Küchenhelfer habe ich mir geholt und eine kleine Ablageschale. Dann gucken wir nochmal. Grad. Braucht noch. Ich überlege, nee, auf den Seitenkocher ausweichen möchte ich nicht, weil wenn mir da nachher Fett reintropft, das brennt bis unter beide Arme. Ja, was soll ich sagen? Wie bin ich auf dieses Gericht gekommen? Ich habe letztens nochmal, ich war bei Mc's, habe mir einen Cheeseburger geholt, hatte eine kleine Pommes dabei und dachte mir so, damals, und habe ich die Pommes auf den Cheeseburger drauf getan. Wie man es früher immer gemacht hat. Und da habe ich mir gedacht, wenn man das jetzt mit einer Frikandel macht und einer Krokette, das müsste doch eigentlich auch super geil schmecken. Ja, und jetzt war ich heute einkaufen und habe dann zufällig dieses Instant-Krokettenpulver gesehen und habe gedacht, komm, ich mir jetzt Kroketten selbst mache. Frikandeln ist ja auch so das Billiggericht selbst. Machen wir heute mal einen auf Pommesbude, Fertiggericht und wir besuchen den Instant-Krokettenburger. Den Instant-Kroketten-Frikandel-Burger. Wenn ihr heißes Fett zubereitet auf dem Grill, Vorsicht, es darf nicht zu heiß werden. Wenn es anfängt zu kochen und es geht drüber, habt ihr den schönsten Fettbrand, den man sich vorstellen kann. So, die hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Das sind einfache, klingt tatsächlich so, heißen so Toastbrötchen. Die sind schon vorgeschnitten, die kommen eigentlich in den Toaster. Ich werde es jetzt einfach auf den Grill schmeißen. Da mache ich bestimmt nichts falsch mit. Ich überlege noch, wie ich die flach gedrückten Kroketten, die kleben ja wie Sau, unfallfrei ins Fett kriege. Jetzt einfach mal das erste Brötchen. Schmeiß das hier vorne hin. Ich mache unter der Schale die Flamme auf kleinste Stufe, damit die Schale warm wird. Oh, das ging ja gut. Eins. Ich denke, zwei Stück, wenn ich die gleichzeitig mache, reicht. Zwei. Und dadurch, dass ich noch nicht weiß, wie viele dazu passen, machen wir mal drei Frikandeln dazu. Auf die Brötchen. Beide Seiten vom Klecks Remoulade. Und Ketchup. Der sieht doch fertig aus. Kann man den anpacken? Ja. Noch nicht ganz, aber einigermaßen. So, ich breche ihn einfach mal in der Mitte durch. Oh. Also, wie man sieht, ganz fluffig. Schöne Kruste dran. Geil. Habe ich nicht mitgerechnet. Nicht, dass sie so geil sind. Schon, dass sie gut sind, aber. Also, die sind viel fluffiger als normale Kroketten. Da bin ich mal gespannt, wie die sich als Brötchenunterlage machen. Super. Leicht salziger Geschmack. Ansonsten wirklich wie Kroketten. Das Ganze kann man jetzt noch verfeinern. Ich denke, da will ich noch so ein bisschen Speck, Petersilie, Zwiebelchen. Kann man ja alles mit reinschmeißen. Vielleicht angeröstet sogar mit reinschmeißen. Geil. Oh. Hammer. Also das Fett hat 137, 138, 140 Grad wahrscheinlich. Mit anderen Worten, ich mache es demnächst auf dem Seitenbrenner. Weil das ist zu kalt. So gart es zwar ganz langsam vor sich hin und wird auch schön fluffig. Was jetzt in dem Fall gar nicht übel ist. Aber es dauert halt ewig.
Die Seite muss noch ein bisschen. Die hat schon eine schöne Farbe, aber die andere Seite muss definitiv noch ein bisschen. So, ich habe gerade mal nachgeguckt, die sind jetzt goldbraun. Das heißt, wir werden jetzt den Burger belegen und dann mache ich meine Kinder glücklich. Dazu nehmen wir uns das Brötchen. Nehmen uns einer dieser Dinger. Nochmal einen Klecks Mayo. Nochmal einen Klecks Ketchup. Für die Haftung. So, jetzt. Eins. Zwei. Drei. Deckel drauf und fertig ist das Ungetüm. Wie gesagt, die bringe ich jetzt rein. Viel Spaß, vielen Dank. Die bringe ich jetzt rein. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht es mal einfach nach. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag.